Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Montag, der 26. Juni, 8.52 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren Ausbruchstrade im DAX vor. Wir haben aktuell eine Box von 22,3 Punkte. Das heißt, wir werden diese Box aktuell verkleinern. Wir holen das Tool mal raus und wir sehen, dass der Kurs sich oberhalb des Daily Pivots befindet. Also will zumindest die Tendenz jetzt erstmal nach oben raus. Deswegen nehmen wir die grüne Linie als Grundbasis oben hin und versuchen jetzt die Box dementsprechend hier zu verkleinern. Hier sind wir bei 15 Punkte, 14,58. Ich werde ein Tickchen höher gehen. So. Das wäre die Box. Wir wären dann long, würden wir gehen bei 12.775 die Order platzieren als Pending Order, das macht das Tool. 12.759 dann dementsprechend Short. Risiko 0,20 von unserem Depot. Das sind die Einstellungen und wir haben 1 Minute 41 noch. Und ich platziere jetzt schon die Order, weil wir sind direkt in der Mitte. Also Short bei 12.759, Long bei 12.775 wäre eine Box heute von 15,34 Punkte. Und ich melde mich dann gleich zur Markteröffnung um kurz vor 9 oder wenn wir schon ausgeführt sind, dann halte ich euch hier auf den Laufenden. Kurzes Update, es ist 8.57 Uhr und wir sind Long und haben unser Gewinnziel für den Trade Nummer 1 liegt bei 12.784. 12.784 würde dann unser Gewinnziel liegen. 15 Sekunden, 4 Sekunden. Auf geht's. 9 Uhr. Wir sind long im ersten Trade. Und jetzt schauen wir mal, wie sich der Markt, jetzt in welche Richtung er sich jetzt entscheidet. Wie gesagt, Gewinnziel liegt bei 12.783. Die Pending Order, die Short Order wurde schon multipliziert, falls der Markt in die andere Richtung möchte. Ich melde mich dann gleich nochmal. Der DAX in Gewinn gelaufen, also Trade Nummer 1 in den Gewinn. Ich zeichne kurz den Trade mal ein. So, hier eingezeichnet, dort sind wir long gegangen, dort sind wir raus. Und das ist jetzt der 224. Eröffnungstrade hier. Nehmen wir das mal ein bisschen größer. So, da sind wir raus und 224. Eröffnungstrades in Folge, ja, die wir jetzt auch unserem Videotagebuch hier live euch vorstellen. Wir machen hier im Live-Trading-Raum weiter. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Handelswoche und wenn ihr Lust habt, bis morgen. Und nicht vergessen, unten unter dem YouTube-Video, wenn ihr die Strategie gut findet, was ich denke, macht doch einfach mal den Daumen hoch, dann sehe ich mal, wie viele Leute sich die Videos anschauen. Und dann bis morgen.